Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten. Hochwasser, Dürre, Wirbelstürme und auf dem Nordpazifik ein Plastikteppich so groß wie Spanien und Portugal zusammen. Die Wissenschaftler sind sich einig, unser Klima gerät aus dem Lot. Herzlich willkommen bei Fenster zum Sonntag. Heute geht es ums Thema Umweltsorgen. Von den Folgen der Umweltverschmutzung und der Erderwärmung hören wir jeden Tag. Aber auch, dass man mit Nachhaltigkeit viel bewirken kann. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet, jeder Waldbesitzer soll pro Jahr nicht mehr Bäume fällen als nachwachsen. Und das leuchtet ein, sonst hat der Waldbesitzer über kurz oder lang keinen Wald mehr. Aber was könnte das für uns bedeuten? Wie kann der Einzelne verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen? Als Tara Welschinger auf ihren Reisen riesige Müllberge sieht, macht sie sich Sorgen um die Umwelt. Zurück in der Schweiz eröffnet sie einen Unverpacktladen. Und auch Beatrice und Simon Rötlisberger ist das ein Anliegen. Mit neuen Ideen versuchen sie auf ihrem Hof im Emmental nachhaltig und rentabel zu produzieren. Mit unserem Konsumverhalten bestimmen wir, was und wie produziert wird. Deshalb macht es einen Unterschied, welches Produkt wir wählen. Besonders Kleidung oder Smartphones werden häufig unter umweltschädlichen und unfairen Bedingungen produziert. Rebecca Sommerhalder und Claudio Alder haben sich entschieden, nach Alternativen zu suchen. Claudio und Deborah Alder leben mit ihrer Tochter Eline in Bern. Sie haben beide Betriebswirtschaft studiert und sind berufstätig. Mein Smartphone benutze ich den ganzen Tag über. Morgens weckt mich mein Handy, ich lese damit Zeitung. Leute rufen mich an, ich verschicke SMS oder WhatsApps. Ich nutze es für alles Mögliche, von morgens bis abends. Es ist ein fester Begleiter in meinem Alltag. Auch Deborah geht es so. Doch das Wissen um unfaire Zustände der Produktion lassen sie nicht kalt. Das ist schon seit einigen Jahren, ich mich einfach mit dem Thema. Schon vor einigen Jahren setzte ich mich mit dem Thema soziale Gerechtigkeit auseinander. Wie kann ich einen Lebensstil führen, der möglichst wenig auf Kosten von anderen und der Umwelt geht? Was ich direkt beeinflussen kann, ist mein Konsumverhalten. Ein großes Problem der Handys ist, dass viele Bestandteile unter schlimmsten Umständen abgebaut werden. Zum Beispiel Coltan in Kriegsgebieten im Kongo. Deborah und Claudio kommen in Kontakt mit Carsten Waldeck aus Deutschland. Er ist der Macher des Shiftphones und verspricht, auf faire Produktion zu achten. Die Firma Shiftphone verfolgt den Weg der Rohstoffe. In den Fabriken haben sie faire Standards. Bei herkömmlichen Fabriken ist das oft anders. Man kann sie nicht besuchen, kommt gar nicht erst rein, weil die Arbeitsbedingungen so schlimm sind. Besonders umweltschädlich ist, dass gewisse Materialien nicht abbaubar sind. Deshalb ist es von ökologischem Interesse, dass Handys länger in Betrieb bleiben. Shift achtet darauf, dass die Grundplatine nur einmal geformt wird. Bei allen darauffolgenden Modellen hat die Grundplatine die gleiche Form. Und wir reden darum über einen Zyklus von 10 Jahren. Das Konzept von Shiftphone überzeugt all das so sehr, dass sie aktiv werden. Claudio ist selbstständiger Treuhänder und beginnt in der Freizeit einen Vertrieb in der Schweiz aufzubauen. Die ganze Arbeit, die ich im Moment für Shift investiere, ist ehrenamtlich. Ich mache das aus ideellem Grund, weil ich es für eine gute Sache halte. Ziel wäre, dass etwa in 5 Jahren etwas zurückkommt. Begonnen haben sie mit einem Crowdfunding, um herauszufinden, ob in der Schweiz überhaupt Interesse da ist. Das Geld ist zusammengekommen und so konnten sie Anfang 2016 die Shift Schweiz GmbH starten. Bei Rebecca Sommerhalder hingegen dreht sich alles um Kleider. Auch sie hat Betriebswirtschaft studiert. Doch Mode hat sie schon immer interessiert. Sie erinnert sich, wie sie früher eingekauft hat.
Hauptsache nicht zu teuer, damit man Hauptsache preiswert, damit man immer wieder Neues kaufen kann. Klar war es auch eine Frage des Budgets, aber vieles war mir nicht bewusst. Zum Beispiel, Qualität hat für mich keine große Rolle gespielt. Im Gegenteil, wenn etwas kaputt ging, konnte man sich wieder etwas Neues kaufen. Doch dann fängt Rebecca an, sich mit ihrem Mann und Freundinnen damit zu beschäftigen, woher unsere Kleider kommen und unter welchen Umständen sie produziert werden. Vor ungefähr 5 Jahren wurde mir klar, dass mein Konsumverhalten viel mit mir zu tun hat und eigentlich überhaupt nicht mit meinen Wertvorstellungen übereinstimmt. Als Christin sage ich, Nächstenliebe ist mir wichtig. Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt für andere und die Umwelt ist mir wichtig. Aber das passte damals überhaupt nicht zu meinem Konsumverhalten. Dass das nicht aufgeht mit dem, so wie ich konsumiere. Wenn man anfängt nachzudenken, gibt es kein Zurück mehr. Aber weil es damals kaum solche Kleiderläden gibt, wird sie selbst aktiv. Heute führt Rebecca Sommerhalder seit 2,5 Jahren ihren eigenen Laden, mitten in Luzern. In der Phase, in der ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie ich Kleider konsumieren will, war ich auch beruflich in einem Übergang. Ich habe mir überlegt, was will ich die nächsten 20, 30, 50 Jahre machen? Ich hatte große Lust, in diese Richtung zu gehen. Damals habe ich auch eine intensive Zeit im Glauben erlebt. Ich wollte herausfinden, was Gott von mir möchte. Was ist seine Idee für mein Leben? Dafür brauchte ich Zeit. Ich habe viel mit meinem Mann und Freunden gebetet. GLORY steht für Globally Responsible Fashion und versichert den ökologischen Anbau der Rohstoffe sowie eine umweltschonende und schadstofffreie Verarbeitung der Textilien. Das Konzept stammt aus Deutschland. Für mich ist GLORY ein Segen, weil ich nicht aus der Modebranche komme. Theoretisch ist es eine Art Franchising, aber es fühlt sich nicht so an. Ich zahle zwar eine Markenlizenzgebühr, aber es ist viel mehr. Wir tauschen uns aus und haben gemeinsam mehr Möglichkeiten, die Brands, die wir führen, zu überprüfen. Heute trifft Claudio Alder Beat Liebermann in Gümligen. Dieser arbeitet als technischer Freelancer für Shiftphone Schweiz. Das Besondere an Shiftphone ist, dass man es auseinandernehmen und den Akku selbst wechseln kann. Das Besondere bei der Produktion ist, dass in Firmen produziert wird, die der Gründer persönlich kennt. Er geht dort regelmäßig vorbei, sieht, wie produziert wird und kennt die Menschen, die dort arbeiten. Wir achten darauf, dass kein Coltan drin ist, ein Metall, das in Kriegsgebieten abgebaut wird. Wenn man derart darauf verzichten kann, dann machen wir das auch. Auf der Website von Shiftphone gibt es Erklärvideos, die dem Konsumenten zeigen, wie er gewisse Reparaturen selbst vornehmen kann. Der Kunde soll den Akku selbst wechseln können, um die Lebensdauer des Shiftphones zu verlängern. Wenn man 16 GB Speicherplatz hat und kommt damit an Grenzen, kann man einfach eine 32 oder 64 GB Speicherkarte einsetzen und muss nicht gleich das ganze Phone wechseln. Shiftphone läuft auf Android und man kann genauso wie bei handelsüblichen Geräten damit arbeiten. Aus meiner Sicht ist das Shiftphone konkurrenzfähig. Man muss wissen, mit einem iPhone 7 oder einem Galaxy kann man das nicht direkt vergleichen. Wir bewegen uns vom Preis her im unteren Segment. Und in diesem Preisfeld vergleichen wir uns. Im unteren mittleren Segment und in dem Sinne tun wir uns auch vergleichen. Unser Ziel ist nicht, das technisch neueste Phone zu bringen, sondern wir wollen auf dem Markt etwas bewegen. Die Kamera und die Geschwindigkeit sind nicht gleich gut, aber man entscheidet sich ganz bewusst, wie man handeln und leben will. Ich finde, das kann man dafür durchaus in Kauf nehmen. Gott hat uns die Erde gegeben, um sie zu bebauen. Wir tragen Verantwortung, denn Gott hat uns die Schöpfung anvertraut.
Weil ich diese Welt liebe, möchte ich, dass es ihr gut geht. Ein wichtiger Gedanke für mich: Was geben wir an die nächste Generation? Was geben wir an die nächste Generation weiter? Wenn ich nur in meinem Zeitabschnitt denke und meine, ich kann jetzt hier gut leben, aber was ist mit der nächsten Generation? Was ist mit Eline? Was ist mit ihren Kindern und deren Kindern? Wir müssen langfristig denken. Und deshalb ist es mir wichtig, dass die zukünftigen Generationen auch noch eine intakte Welt haben. Zurück in Luzern im ökofairen Kleiderladen Glory. Die Galerie an der Wand stellt die Brands vor, die im Laden angeboten werden. Hier sieht man kurz etwas über jede Marke. Zum Beispiel, dass sie Bio-Baumwolle anstatt konventioneller Baumwolle verwenden. Dass die Arbeiter fair bezahlt werden und normale Arbeitszeiten haben und so weiter. Dass sie normale Arbeitszeiten haben und so weiter. Und hallo. Ich komme gerne hierher, um einzukaufen. So kann ich konkret etwas dazu beitragen, dass die Menschen, die diese Kleidung herstellen, unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten, fair bezahlt werden und die Kleidung umweltschonend hergestellt wird. Billige Kleidung aus künstlichen Fasern ist oft schwer abbaubar. Rebecca verkauft daher nur hochwertige Mode. Wenn wir das mit dem Massen erreichen, was wir hier anbieten, wenn wir die Massen mit dem, was wir anbieten, erreichen, können wir etwas verändern. Wenn wir die Marken stärken und so vielleicht Einfluss auf die Branche nehmen können, dann hat das Auswirkungen darauf, wie Kleidung produziert wird. Wenn die großen Produzenten merken, es gibt mehr Kunden, die nach so etwas suchen, dann müssen sie nachziehen. Es gibt gute Marken, die diese Ware anbieten. Ich glaube, so kann man etwas anstoßen. Ich bin nicht der Typ, der meint, die ganze Welt retten zu müssen, aber das, was ich machen kann, das tue ich auch. Aber das, was ich kann machen, das mache ich. Dank ihrem Wirtschaftsstudium hat Rebecca das Know-how, um ihren Laden zu führen. Mittlerweile hat sie 6 Mitarbeiterinnen, die Teilzeit angestellt sind. Es dauert 3 bis 5 Jahre, bis sich ein Laden etabliert. So gesehen stecken wir noch in der Startphase. Wenn ich aber sehe, wie sich alles entwickelt, bin ich sehr zufrieden und denke, dass wir noch ein paar Jahre hier sind. Etwas zu tun, was man mit dem ganzen Herzen macht, ist erfüllend. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man einen Beitrag leisten kann, damit es der Welt besser geht. Ich hätte das nie erträumt. Jedenfalls nicht vor 5 Jahren oder früher, weil mich das damals nicht beschäftigt hat. Aber jetzt bin ich sicher, dass ich das Richtige mache. Kilo Abfall. So viel produziert ein Durchschnittsschweizer pro Jahr. In Europa ist das der unrühmliche 2. Platz. Nur die Dänen werfen noch mehr weg. Das muss sich ändern, sagen die Zero Waster, die Anhänger der Null-Abfall-Bewegung. Sie wollen Rohstoffe sparen, unnötige Verpackungen vermeiden und bewusster konsumieren. Tara Welfinger hat sich diese Idee verschrieben. Ich habe sie in Zürich in ihrem Unverpacktladen besucht. Ich bin jetzt hier im Kreis 5, wo Tara Welfinger ihren Zero Waste Ladenkaffee hat. Im 5 kann man fast alles kaufen, was man zum Leben braucht. Vor allem alles unverpackt. Hallo Tara. Guten Morgen, Aline. So, schön, dass du Zeit. Ja, schön, bist du da. Spannend, um ein bisschen bei dir. Tara, was bedeutet denn Zero Waste? Zero Waste ist eigentlich wenig Verschwendung im Leben haben. Sei das mit Essen, mit Verpackung, Abfall, Energie oder auch Materiellem. Und was für eine Philosophie steckt da dahinter? Ja, ich glaube, es ist die Idee, dass man wirklich bewusster und verantwortungsvoller konsumiert. Und dass man sich auf die Suche nach Alternativen macht. Wie bist du denn persönlich zur Zero Waster geworden? Ja, ich habe mir einfach selber mal eine Challenge gesetzt, nachdem ich Berge von Abfall gesehen habe auf meinen Reisen oder auch wenn man nur schon mal da durch die Stadt läuft. Und die persönliche Challenge war, mit so wenig wie möglich Abfall heimzukommen und posten. Und daraus hat sich einfach so bei mir die Bewegung gegeben, weil ich hatte wie nicht mehr aufhören, nicht mehr verpackt und in Plastiksachen posten. Hoi!
Wenn man Zero Waste leben und verkaufen will, dann läuft alles ein bisschen anders. Produkte werden hier vor allem von lokalen Produzenten geliefert, und zwar mit dem Velo im Mehrwegbehälter. Tara, wenn ich jetzt gerne hier von diesem roten Reis möchte, wie läuft das ab? Normalerweise nimmst du deine eigenen Gebinde mit, Gefäße oder Tupperware. Wenn du das nicht hast, nehmen wir ein Glas von hier. Du nimmst genau so viel, wie du brauchst und wie du möchtest. Wo ist denn das Getreide drin? Dankeschön, bevor ihr es hier oben reinlädt. Ja, das ist in Büttel- und Grossgebindesäcken drin. Mhm. Und das ist halt die Sache, je lokaler wir gehen, desto mehr Mehrweg können wir schaffen. Und je internationaler, desto mehr Verpackung haben wir auch. Funktioniert denn das auch mit Milchprodukten? Ja, das funktioniert sehr gut. Können wir gleich schauen. Das ist wirklich lässig. Da haben wir es mit unseren Partnern geschafft, um Mehrweglogistik aufzubauen. Das fängt beim Joghurt an im Glas, bei den Brotaufstrich, Salat, geht weiter zu Milch, Büffelmozzarella, Würstchen, sogar der Käse kommt unverpackt. Und das Einzige, was man wirklich entsorgen muss, zwecks Lebensmittelhygiene, sind die Deckel auf diesen Gläsern. Hallo. Hallo. Warum kommst du hier posten? Für mich ist es gäbig. Ich wohne hier im Haus. Und von dem her ist es lässig, wenn man hier Kaffee in der eigenen Dose holen kann. Und ich finde, das Konzept ist ein cooles Konzept. Und ja, komm ab und zu hier hin. Ja. Ich habe jetzt hier noch etwas anderes Spannendes entdeckt. Stichwort Intimhygiene. Anscheinend kann man auch in diesem Bereich ohne Abfall leben. Nur schmeckt es fein. Tara! Stell mir vor, es ist nicht der einfachste Bereich zum Umstellen, oder? Nein, ist es schon hygienisch? Ja, es ist sehr hygienisch. Du wäschst das normal mit 60 Grad. Das ist Mehrweg und eigentlich sehr viel schöneres Gefühl, sage ich jetzt mal. Aber man muss sich mit dem auseinandersetzen. Es ist mehr Aufwand und es ist viel einfacher, zum das Ganze nehmen und logischerweise wegwerfen. Und das? Tolles Produkt, der Mehrweg-Tampon. Okay. Menstruationstassen, ich glaube, Frauen, die diese benutzen, die würden nicht mehr auf etwas anderes zurückgreifen. Es gibt so viele Sachen, wo man müsste oder könnte darauf schauen. Angenommen, ich würde jetzt einen kleinen Schritt machen in Richtung weniger Abfall. Ja. Mit was müsste ich anfangen? Ja, da gehen wir doch gerade auf diese Seite, dann kann ich dir das zeigen. Es gibt zwei, drei ganz einfache Produkte, die da unterstützen. Zum Beispiel Baumwollsäckchen, Stoffsäckchen anstelle von der Raschel-Plastiksäckchen, die man mitnehmen kann. Du kannst so ziemlich alles rein tun, von Pasta bis Früchte, Gemüse. Mhm. Ganz ein schönes Produkt finde ich persönlich das Bienenwachs durch. Als gute Alternative zu Zellophan- oder Alufolie. Gemüse rein tun, Käse, Sandwich. Mit kaltem Wasser abwaschen und schon kannst du es wieder brauchen. Und ja, wir haben natürlich hier den altbewährten Kaffeebecher to go. Genau, so etwas habe ich bereits. Aber ich glaube, mit diesen beiden Sachen fange ich gerne mal an. Ist mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sorgsam mit Ressourcen umgehen, das wollen auch Beatrice und Simon Rötlisberger. Sie bewirtschaften einen kleinen Hof im Emmental. Als Quereinsteiger sind sie ständig auf der Suche nach innovativen Ideen, wie sie nachhaltig und trotzdem rentabel produzieren können. Eckgraben im Emmental. Hier leben Simon und Beatrice Rötlisberger mit ihrem Sohn. Seit 7 Jahren leben wir hier. Wir konnten den Hof kaufen und haben 1 Jahr lang umgebaut. In den 7 Jahren ist viel gewachsen. Wir konnten bei Null anfangen und mussten keine Vorgaben einhalten. Wir konnten tatsächlich einfach ausprobieren. Abgesehen von einem Rasenstück vor dem Haus ist das gesamte Land um den Hof steil. Das macht die Bewirtschaftung anspruchsvoll. Wir versuchen mit der Lage Gewinn zu erzielen und produzieren mit viel Handarbeit. Blumen lesen zum Beispiel. Das geht sehr gut, denn die Blumen wachsen einem entgegen. Mittlerweile sehen wir die steile Lage nicht mehr negativ. Auch der Wasserhaushalt ist gut. Selbst wenn es stark geregnet hat, können wir nach wenigen Stunden wieder arbeiten.
Das Wasser fließt einfach ab. Überschwemmungen gibt es nicht. Aufgrund der Topografie betreiben die meisten Bauern hier Viehwirtschaft. Doch Simon und Beatrice Rötlisberger pflanzten im letzten Jahr über 50 Gemüsesorten an. Und nicht nur das. Gemüse ist ein Hauptbereich eigentlich. Wir pflanzen hauptsächlich Gemüse an. Die Blumen werden getrocknet und kommen als Farbgeber in Tees. Dazu Chili und Kräuter. Das sind unsere Hauptbereiche. Das sind die Hauptbereiche. Dass sie angefangen haben, so viel Gemüse anzupflanzen, ist ihnen zum Teil zugefallen. Den Pflanztunnel konnten wir sehr preiswert in Thorberg erstehen. Wir hatten den Eindruck, Gott hat einen Plan damit. Wir haben ihn aufgestellt, ohne recht zu wissen, was wir damit machen sollen. Wir haben noch gar nicht so gewusst, was wir damit genau wollen. Freunde von Bern sind zu uns gekommen. Zu Neujahr hatten wir Besuch von Freunden aus der Stadt. Sie sagten, wir hätten gerne frisches Biogemüse direkt aus dem Boden. Bio ist gesünder für unsere Kinder und schmeckt besser. Deshalb haben wir angefangen, mit dem Ziel und der Philosophie, saisongerecht, frisch und aromatisch Ausgereiftes anzubieten. Frisch und aromatisch und ausgereift. Und dann ging's ganz schnell. Innerhalb kurzer Zeit fanden Simon und Beatrice 16 Kunden. Diesen Service bieten sie seit 4 Jahren an und haben mittlerweile über 50 Abonnenten, die wöchentlich die Gemüsekiste geliefert bekommen. Ich denke, was der Kunde schätzt, ist die Kunden schätzen, dass die Produkte aus der Nähe kommen. Wir liefern nicht weiter als Bern. Unsere weiteste Entfernung sind 20 Minuten Autofahrt. Das ist für viele Kunden wichtig. Und auch, dass sie kommen können, um zu sehen, wie alles wächst. Dass eine so breite Palette an Gemüse aus diesem Teil vom Emmental in die Stadt geliefert werden könnte, haben viele bezweifelt. Uns wurde gesagt, Karotten und Sellerie wachsen hier nicht. Melonen und Trauben schon gar nicht. Wir haben aber entschieden, uns nicht davon eingrenzen zu lassen. Ich weiß, Gott ist größer. Er hat alles gemacht und wir probieren es einfach aus. All diese Früchte und Gemüse wachsen hier. Es ist tatsächlich möglich. Wir sind Quereinsteiger und haben eigentlich keine Ahnung. Wir sind nicht vorbelastet und probieren Sachen einfach aus. Auch wenn ortsansässige Bauern sagen, das klappt nicht. Genau dort steckt Potenzial für die Zukunft. Es ist wirklich viel Zukunft drin. Wir verstehen es so ein bisschen als Labor. Wir fühlen uns wie in einem Labor und testen. Wir sind keine Großproduzenten. Wir versorgen ca. 350 bis 400 Menschen mit Gemüse. Wir können nicht die Stadt Bern ernähren und das wollen wir auch nicht. Wenn es mal Gemüseabfälle gibt, freuen sich 2 besonders. Wir wussten nicht, wohin mit dem überschüssigen Gemüse. Ich habe es teilweise verwertet oder verschenkt, weil die Waren wertvoll sind und gebraucht werden sollten. Aber alles hat Grenzen. Deshalb haben wir uns vor einem Jahr diese beiden zugelegt. Sie futtern alle Abfälle weg. Das entlastet mich. Sogar über die Zucchini freuen sie sich. Auch die Schafe spielen im Kreislauf des Hofs eine große Rolle. Sie übernehmen die Grünlandpflege. Der Mist, den sie produzieren, geht als Dünger aufs Feld. Das Fleisch ist ein Nebeneffekt, deckt aber nicht die Kosten für die Schafe. Lebensmittel sind heute billig und für den Eigenverbrauch zu produzieren lohnt sich nicht. Qualitativ gesehen aber schon. Es ist ein Kreislauf. Ich weiß, woher die Tiere kommen und was sie gefressen haben, ob sie Medikamente bekommen haben oder nicht. Auch wenn es sich komisch anhört. Es ist schön, wenn man weiß, welches Tier man isst. Das ist Wertschätzung. Beatrice bildet eine Haushaltslehrtochter aus. Sie selbst ist ursprünglich Lehrerin. Heute unterrichtet sie Teilzeit, neben der Arbeit als Bäuerin. Ich habe die Bäuerinnenausbildung gemacht, denn ohne das hätten wir das Haus nicht kaufen können. Wer einen Hof mit Grund und Boden kaufen will, muss eine landwirtschaftliche Ausbildung haben. Simon ist ursprünglich Zimmermann. Heute unterrichtet er neben der Arbeit auf dem Hof als Lehrer an der Holztechnikerschule. Wir arbeiten beide Teilzeit. Das gibt uns einen finanziellen Rückhalt. Aber Geld war für uns nie ein Argument. Als wir hierher kamen, wussten wir, dies ist unser Platz. Wir haben nicht gefragt, ob es rentiert.
Wir fragen Gott, was dran ist, und wir sind wirklich frei. Es würde mir auch nicht schwerfallen, von hier wieder wegzugehen. Ich finde es wunderbar, die Früchte des Sommers im Winter hervorzunehmen. Überschuss oder Produkte, die nicht ganz perfekt waren, wurden verarbeitet. Angefangen habe ich mit Holunderblütensirup und Bärlauchpesto. Das schmeckt gut und die Herstellung macht Spaß. Es ist echt fein und wirklich etwas, was ich liebe zu machen. Wasser bezieht die Familie Rötlisberger von der eigenen Quelle oberhalb des Hofs. Das Wasser wird im Sommer durch die Energie der Solarzellen aufgeheizt. Im Winter heizen sie mit Holz. Pro Jahr benötigen wir in einem durchschnittlichen Winter für die Wohnungen und Heißwasser nur 6 Steh Holz, weil es ein Niedrigenergiehaus ist. Sehr wenig. Die Tanne, die wir gefällt haben, deckt ein Drittel bis die Hälfte unseres Winterverbrauchs. Das ist eine effiziente Sache und ein schöner Kreislauf. Vom Wald in die Heizung, die Asche aufs Feld, die Spurenelemente, es kommt alles zurück. Autark sein war nicht unser Ziel, aber es ergibt sich hier oben fast von selbst. Ich würde gerne am Strom arbeiten. Es wäre schön, wenn wir den Strom für unser Gemüse selbst produzieren und mit einem Stromfahrzeug nach Bern liefern könnten. Technisch ist die Industrie noch nicht so weit, vielleicht in 2-3 Jahren. Ich glaube, es gibt sicher Zukunft Herausforderungen. Es wird sicher Herausforderungen in der Zukunft geben. Aber Zukunftssorgen habe ich nicht. Die Zeit, in der wir leben, ist nicht schlechter als früher. Schon die Römer haben sich über die schlimme Jugend und die Weltwirtschaft beklagt. Es hat sich einfach alles verändert. Und das können wir auch. Wir können es wieder verändern, wieder anpassen. Ganz im Sinne von Zero Waste empfehlen wir Ihnen heute ein Buch ohne Papier, ein sogenanntes E-Book, das Sie sich herunterladen können. Ganz schön verrückt, von Anja Schäfer. Es ist bei SCM Brockhaus erschienen. Wenn Sie doch lieber etwas in den Händen halten möchten, dann finden Sie spannende Porträts in unserem Buch Fenster zum Leben. Wenn Sie eines haben möchten, schreiben Sie uns an die eingeblendete Adresse. Wir senden es Ihnen kostenlos zu. Nun sage ich Tschüss, bleiben Sie froh und bis bald, wenn es wieder heißt Fenster zum Sonntag. Auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbettspezialisten.